Hallo Leute, SEO, hallo, Rewind. Hallo Leute, Hollow Realization, SEO, Sword Art Online, Ron ist mit dabei. Mein Gott, nein, ich sollte langsamer reden und mehr denken, bevor ich rede. Ja, wir sind weiter noch hier in diesem komischen Gewölbe. Keine Ahnung, das wird bestimmt mal ein Grad oder so. Ich habe keinen Plan. Gucken wir mal weiter. Könnte durchaus sein, oder? Ich habe keinen Plan und davon genug. Oh ja. Selbst wenn wir der Plan auch scheiße wahrscheinlich. Das davon darfst du also fast schon zu 100% ausgehen. 200%. Machen wir 300 raus. Ich bin ein Freund gerade an Zahlen. Okay, dann 400. Das erfreut mein armes Herz. Dein armes Herz. Das auch. Ich kann mein Herz denn dafür? Ja, bin ich. Okay. Schweig still, Strolch. Unhold. Halunke. Finde ich persönlich super. Halunke ist auch gut. Ein Wort, was viel zu wenig benutzt wird. Halunke? Ja, ich hatte denselben Impuls bei Unhold. Ja, ist richtig. Du Unhold, das ist schon schön, das hat schon eine sehr poetische Tiefe, oder? Ja, das hat so, das hat eine poetische Tiefe von ungefähr 1980. Ja. Du Schurke. Du Schurke. Es sind ja Schabos und Babos. Achso, Schurkus und Burkus. Schurkus und genau. Oder Schurkas in Burg, ist ja auch egal. Burkas? Das auch. Wie viele von diesen Stricherlöwen gibt's denn noch, ey? Das kann wohl nicht wahr sein. Nächstes Mal, wenn ich einen abschlachte, taucht ein neuer auf. Die mögen die anscheinend. Ja, das Gefühl habe ich leider auch. Ich verstehe sogar warum. Ich nicht. Ich würde die auch nicht mögen. Ach, warte. Verkackt. Ja, genau. Habe ich sie jetzt alle down? Ja? Ja, tatsächlich. XO! Warum willst du denn nicht alle Löwen klatschen? Ich weiß nicht, die wurden mir alle als markiert angezeigt. Ja, es gibt auch noch die gelben Löwen. Scheiße, die gelben. Nicht markiert. Naja. Interessieren mich gelbe Löwen. Keine Ahnung, ob dich gelbe Löwen interessieren. Ich interessiere nur rote Löwen. Rote Löwen. Rot! Die müssen rot sein! Mit einem weißen Punkt in der Mitte? Nee. Den verstehe ich. Ich weiß, worauf du anspielst, ja. Ich glaube, das versteht man nicht. Das wäre vielleicht auch ganz gut, wenn das so wäre. Ja, wahrscheinlich. Wobei, es ist immer noch Geschichte, ne? Also, ich meine, darüber reden darf man ja. Man soll es Kunsthistorik. Kunsthistorik. Jetzt wird's aber. Jetzt wird's Hector, aber. Hol die Bullen! Das könnte ja schon fast leugnen Solo-Kraus sein. Kunsthistorik. Mein Gott, was ein Also mit einer Leugnung hat das nichts zu tun. Also. Naja gut, aber die Flagge des Dritten Reichs als Kunstrektorik hinzustellen. Nein, das ist ja Rektorik, aber nur wenn es von Rektum kommt. Alter, das Ding ist einfach nur. Irgendein Hartgeldstricher hat ein bisschen Geld dafür genommen, dass er irgendeinen Scheiß auf irgendeine Flagge malt, ey. Hartgeldstricher. Wobei, das Rot und das Weiß finde ich gar nicht so schlecht, aber das Zeichen in der Mitte kann man reden. Das ist nicht meins, ne? Das gehört sie einfach nicht. Eric, willst du bei unserem Raid mitmachen? Halt's Maul. Magst du die japanische Flagge auch nicht? Die ist ja eigentlich genau das gleiche umgekehrt. Boah, die hat ja eine Bedeutung. Eine gute. Ja, okay. Aber es kommt doch nicht auf die Bedeutung drauf an, ob du die Farben gut findest. Nein, die Farben finde ich auch gut. Das sind ja auch meine zwei meiner drei Lieblingsfarben. Zwei meiner? Aber. Du bist ja auch ein Mensch, der. Zwei meiner. Bla. Finde ich gut. Bla ist gut. Gut, dann haben wir es ja geklappt. Bla ist immer ein Vorteil. Bla hilft bei fast allen. Außer Verstopfung. Da hilft nur Blut. Alter, ey. Es wird Zeit, dass ich nach Hause. Ach nee, warte. Es wird Zeit, dass ich. Ach fuck.
Genauso hat sich das angefühlt, Ron. Genau so. Diese Unterhaltung ist fast so gut wie Sex. Sex mit einem Penisbruch nach 3 Sekunden vorbei. Das musst du weiter, das musst du dann durchziehen. Naja, aber so gut ist die Unterhaltung gerade gewesen. Ich wollte dich nicht bloßstellen, aber ich habe gedacht. Nein, du doch nicht. Also jetzt unterstellt er mir aber die Sache. Ja. Dann habe ich das dich jemals bloßstellen wollen. Immer. Nein, ich bitte dich. Es ist dein Privileg und meine Bürde. Mein Privileg und deine Bürde, genau. Das kann ich nicht beschreiben. Oh, Sie haben SAO durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch. Das wäre fast schon lustig. Das wäre, ja, schon. Nicht, ja, doch. Doch, irgendwie wäre es lustig. Warp. Warpo. 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 Chapeau, nein, Warpo. Oh Mann, es wird heute auch nicht besser. War es jemals besser? War es jemals gut? Nein, zum Glück nicht. Da bin ich ja jetzt, ob zum Glück, ob das was mit Glück zu tun hat. Nein. Sag ich doch. Oh, 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 sieht nach Boss aus. Mhm. Ja, ein Taurus, bla, ich bin bereit. Ich gehe da solo rein, klatsche ihn kurz weg, alles gut. Normal. Gegen den Boss kämpfen, ja, ich werde es versuchen. Solo, danke, auf Wiedersehen. Nee, du gehst mit NPCs rein, ich alleine. Oh, hier kommen die Tränen, Jimmy. Freundentränen, ja? Mhm. Vor meinen Tränen aus Ehrfurcht. Mhm. Ja, das wird sein. Es sind auch noch zwei. Wie hat er mich bitte getroffen? Ich habe keine Ahnung. Weil du keine anderen Mitglieder dabei hast? Nein. Eigentlich stand ich auch außerhalb von jeglichem, aber was weiß. Hauptsache, ich habe sein Knie mit einem Hit geone-shottet, Alter. Ja, nochmal. Dass die Bosse alle so viel können. Also, tatsächlich war alles davor schwieriger als dieser Boss. Ja, zum Beispiel der 80er-Mob, den ich geklatscht habe. Ja. Ist schon was traurig, oder? Gut, dass die Kamera auch so überhaupt nicht mitmacht gerade. Ein Boss ist tot, der ist so groß. Weiß ich nicht. Also, ich weiß zwar nicht was, aber doch was. Puh, niemals. Versuch's mir zu beweisen, Bitch. Soll es auch jetzt anlegen oder soll es einfach machen? Ah, nee. Der Boss ist kaputt. War da jetzt was? Ich hab da nichts mitgekriegt. Ich hab keine Ahnung. Oh, blaue Jäger des letzten Angriffs. Ich hab blaue Schuhe gekriegt. Ich auch. Bärenschaft hießen die. Was ich irgendwie eklig finde. Mehl auf Wumpe. Boah, Junge. Zieh den Penis aus dem Rektum und hör auf zu jammern, ja? Den Penis aus dem Rektum. Oh, jetzt wird er aber hier. Der Feine, ja. Genesis hat wohl entschieden, diesen Bosskampf lieber auszusitzen. Wahrscheinlich erkunden der andere Gebiete. Gehen wir zurück in die Stadt. Genesis, sitz auf dem Scheißhaus. Der hat auch was im Rektum. Bin am Kacken, ich kann jetzt nicht. Das frage ich mich ja sowieso mit dem Nerf-G. Du musst ja dann irgendwie, ne? Also, manche Impulse lassen sich ja nicht unterdrücken. Meldet sich das dann so im Nerf-G? Kleiner Hinweis, sie müssen in 1,4 Minuten kacken. Keine Ahnung, vielleicht haben die alle Windeln. Boah. Oder ein Katheter oder so ein Scheiß. Ich sehe wirklich, das ist halt genauso wie mit dem, Ja, das stimmt eigentlich. Die waren noch wie viel? 1,5 Jahre oder so? SAO drin?
Und Nahrung haben die per Tropfen. Ja, das würde denen ja zugeführt, ja. Ja, interessante Frage, über die ich eigentlich nicht drüber nachdenken möchte. Das ist doch so cool. Ein Picknick. Ich will kein Picknick, ich will weitermachen. Du musst jetzt den perfekten Ort für ein Picknick finden. Picknick. Das auch. Du hast eine neue Nachricht gekriegt. Gefunden. Suchen mit Premiere. Ah, nein, das darf ich nicht ernsthaft. Eine neue Nachricht suchen, oder? Anscheinend schon. Reicht das, wenn ich die mit in die Gruppe nehme? Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mit Premiere dauerhaft rum, wenn die jetzt eh alles jedes Mal mitgenommen wird. Ich glaube, ich zünd die an, wenn die mir nochmal in die Quere kommt. Nein, du sadistischer Bastard. Ja. Und weiter? Gar nichts. Ich wollte. Ist mir doch Latte, was du machst. Dann ist ja gut. Wenn du. Ich meine, wenn du meinst, dann musst du dann machen. Ich befürchte auch. Jetzt haben wir nicht auf das andere Event getriggert. Ich will nicht mit Chinon, ich will nichts mit Chinon, ich will mit Premiere. Nein, Chinon. Ach komm, die ist süß. Nervig, wie jeder andere Drecks weibliche NPC im Spiel auch. Sag ich doch. Süß. Ich werde versuchen, die optimale Örtlichkeit zu ermitteln. Goddammit. Der hat damit nichts viel zu tun. Nee. Ich schwör's dir, wenn ich diese ganzen A- und U-Geräusche rausmache, ne? Ey, cool, Kirito hat Chinons Brust in der Hand. Okay, warum? Weil sie gefallen sind in einer Truhe. Ah. Und jetzt hält er ihr den Mund zu, während er weiter noch ihre Titte festhält. Hm. Psst, genieß den Augenblick. Hat auch nur minimal was von, nein, lassen wir das. Sexuelle Nötigung. Das ist okay. Sie wollte es auch, oder wie? Oh ja. Ah, not sure, that's true. Totally not sure. Ja, ja, diese Unterhaltung in diesem es brennt in meinem Gehirn, Jimmy, jetzt ernsthaft. Ich glaube, du müsstest gerade mir gleich auch so halb mitlesen, Alter. Nein, ich will sie nicht mitlesen, habe ich gerade beschlossen. Ey, ich bin sprachlos. Super. Ist das genauso abartig wie das Bild mit den... Nee, ich glaube, das Bild ist noch ganz nett, aber wenn mir Premiere gerade erzählt, dass sie aus ihrem Kleid herausplatzen könnte und, naja... Ich weiß nicht. Die Unterhaltung hat geendet mit, okay, ich folge dir, wo immer du mich auch hinführst. Was machen wir im Gasthaus? Das ist... Warum sind wir alle nackt? Einfach nein. Ausnahmsweise mal einfach nö. Halte ich für sehr aufschlussreich, ehrlich gesagt.
Wow, eine richtige Cutscene. Krass. Eine Cutscene. Eine Cutscene. Cutscene. Vielleicht in Deutschland. Eine Schneidszene. Eine Schneidszene. Eine Kackszene ist aber was ganz anderes. Oh, die böse Premiere hat gerade ein NPC umgebracht. Kann ich dem Typen jetzt endlich meine Faust in die Fresse rammen? Als ob der mich irgendwie interessieren würde, mein Gott, Moment. Der nervt mich. So wie jeder andere NPC in diesem Spiel auch. Ja. なるほど、確かにクエスト6が更新されたみたい。2人の女神を祈りの神殿へ導き、祈りを捧げさせる。だ、今度ばかりはこいつらを揃えておかねえとクリアできそうにね。つうことで、そのモブ断る。 Oh, darf ich jetzt gegen Genesis kämpfen? Nein, der vergewaltigt dich jetzt im Park. わかりました。さあ、どうする?モブのヒーロー様。お前にこいつを切ることがただのNPCさ。 Warum darf ich diesen Kampf jetzt eigentlich selbst bestreiten? Ich hab keine Ahnung. Sklaven. Ich sag dir. Oh, die zerficke ich jetzt richtig. Echt jetzt? Oh, das ist schön gezeichnet. Das stimmt, das ist wirklich gut gezeichnet. Das ist das erste Mal, dass hier was richtig Gezeichnetes drin vorkommt, oder? Ja. Nee, stimmt nicht, die Anfangsszene. Ja, okay. Und da sieht die auch nicht so ganz, ganz so stupide aus. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, wenn man mir dieses 3D-Art als Film zeigen würde, das wäre auch geil. Ja, auf jeden Fall. Würde ich mir angucken. Ja. Yeah, Atombombenschlacht! Die hätten einfach alle Cutscenes so gemacht machen sollen, dann wäre das Spiel nochmal um 2 Ecken besser geworden. Oh ja. Allein schon für diesen Nerd-Faktor, dieses Burkos. Ach, Genesis cheatet doch. Natürlich. Es hat nur einfach keinen Sinn gemacht, diese Cutscene einzubauen. Wenn nein, dann so überhaupt nicht, wenn man das dann nicht zu Ende. Ja, genau. Ja, genau. Dann wird noch wieder. Ui, hört. Ja. Klatsch, klatsch, klatsch. Ja. Scheiß Cheater. Immer diese Cheater, ey. Er ist Heathcliff. Ja, wobei Heathcliff ja nicht wirklich gecheatet hat, wenn doch, man das ganz genau er nimmt, ne? Ja, er war GM, also. Nein, er war Admin.
Oder Admin. Und er hat gecheatet. Hat er sogar zugegeben. Ja. Und er hat im letzten Kampf es sogar ausgemacht. Das stimmt allerdings. Sein Invulnerability-Dings. Ja, aber der sagt doch nicht, er hat nicht gecheatet. Naja, was soll ich sagen? Die naja, nicht lügen. Ja, Jimmy, bla. Nein, ich hab nicht gelogen. Ich hab deine Mutter verspottet. Nein, hast du nicht. Das ist meine Lieblingsantwort. Ich hab deine Mutter verspottet. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, deine müsste dir mal wieder den Arsch versohlen. Das macht deine nächste Woche. Okay, ja, jetzt reicht's langsam. Das ist okay, solange wie sie die Stachelpeitsche nimmt. Oh. Weißt du, erst große Fresse haben, dann nicht selber damit umgehen können. Oh, Genesis, dein Cheat-Mode vorbei. Oh. Als ob du jetzt vor allen Dingen, weißt du doch, dass mich das null interessiert. Soll meine Mutter machen, was sie will, wenn sie den Arsch versucht will? So, warum nicht, ne? Sonst würde ich den Witz auch nicht machen, wenn es dich interessieren würde. Naja gut, selbst wenn es mich interessieren würde, ist es ja eh nur ein dummer Spruch, also von daher. Das, es gibt Leute, die regen sich über sowas auf. Ja. Weil meine Mutter auch nicht alt genug ist, um ihr eigenes Leben zu nehmen. Wenn sie meint, sie muss ihr den Arsch versohlen, hä? Hey. Wie gesagt, es gibt Leute, die regt sowas auf. Ja. Man kann auch kleine Eier haben oder gar keine. Zu welcher Gruppe zählst du dich jetzt? Ich zähle mich zu denen mit großen Eiern. Und die wurden nicht aufgezählt, das gilt nicht. Ich meinte jetzt die Leute, die von... Ja, ich weiß. Nee, du weißt gar nichts. Ich schreibe beschlossen. Was muss ich jetzt machen eigentlich? Finde den Tempel der Gräber. Die Fresse halten. Das solltest du schon lange, tust aber auch nicht, also von daher. Das stimmt. Ja, ja. Liebe Leute, wie ihr hört, ist es wieder One Love hier unterwegs. Oh ja, wir sind ein Arsch und ein Kopf, ey. Ich bin der Kopf, du bist der Arsch. Garantiert nicht, mein Freund. Garantiert nicht bist du der Kopf, Alter. Aber so null. Trotzdem wünschen wir euch einen schönen Tag. Oh ja. Ein noch schöneres Leben. Bis dahin, Wirsing cool.